Herzlich willkommen auf der Sonnenseite des Lebens. Eher in der Hölle. Oh, so heiß. Ja, heute sind 39, ja, mindestens 39 Grad. 69 Grad. Das ist brutal. Rico knöpft sich noch ein paar Knöpfe zu. Genau, weil mir so heiß ist. Da kommen hier meine Hesselhoff-Haare so raus, weißt du? Mhm. So. Neue Folge Beer Tasting. Diesmal haben wir. Oh Gott! Diesmal hat Rico sich hier gekümmert. Oh. Nächstes Mal machst du es wieder, ey. Mhm. Das ist. Das ist recht, das ist schon brutal. Also, das ist. Geil, warte, ich hab's geil. Oh, was ist denn das? Das ist, ich sag dir, das ist die Kinderlichkeit. Ja, so macht man das. Also wir testen Landskorn Weizen Doppelbock vollmundig intensiv Meisterstücke 7,4%. Doch, du willst ja gleich aufmachen, wa? Jetzt holst du erstmal unser geiles Beer-Tasting-Protokoll raus, was wir uns selber ausgedacht haben, natürlich. Genau, inspiriert vom Beer-Tasting von Boxyland. Genau. Schöne Grüße gehen raus. So, Testpersonen Jens und Enrico. Seit 20. übrigens. 7. Wird bald wieder Zeit für den Held und den Entgegner des Monats. Genau. Diesmal Juli. Landskron Weizen Doppelbock. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Gebraut nach traditionellem Landskron-Brauverfahren. Zutaten: Brauwasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Naja, das Reinheitsgebot ist schon mal ein Punkt. Good Image. Image, Aussehen etc. Ich habe zwar noch nie davon. Doch, von Landskron habe ich schon mal gehört. Na, das Image ist schon besser als das von. Na? Sternburger. Würde ich mal sagen. Oettinger. Ja. Wenn ich das so im Laden sehen würde, würde ich schon sagen, das ist schon was hochwertigeres. Ja. Also mindestens, allermindestens ein Punkt. Wenn nicht so ja zwei. Ja, sieht schön aus. So golden, schwarz. Also ich würde sagen zwei Punkte. Ja. Bierflaschen, Dosenoptik. Was von der Champagnerflasche, also von der Sektpulle. Also eher was hochwertigeres. Schon noch auf Detail geachtet, muss ich sagen. Also Details sind bei. Hier ist ein Bock im Hintergrund zu sehen, so ja. Hier hinten. Den hat die Kunde ja nicht erkannt. Sieht auch gut aus, haben sie so ein bisschen erklärt. Ist alles dabei. Sieht schön aus. Wie viel gibt es maximal? 3 Punkte. Fühlt sich auch schön an. Ich würde 2 vergeben. Das Bier wird warm. Ja. Ja. Ey, Fadusch hier, ja, ey. Okay. 2, ja? Ich würde 2 vergeben. Gut. Ach, von 4? Ja. Nee, dann würde ich 3 vergeben. Ja. Schon wieder, cool, wie das wieder aussieht. Bieroptik. Ja, dann gucken wir doch mal. Ach ja, erstmal der 5-Faktor. Genau. Hört sich schon mal gut an. Ja. Wie bei der Bundeswehr. So. Ja, 5-Faktor ist gegeben. Zwar nicht perfekt, weil würde dann selbst so bloß ins Fibier das perfekt hinkriegen mit dem 5-Faktor. Also 1 Punkt. Ja. So, Bieroptik. Oh ja. Wir haben ja extra hier einen ausgebildeten Eingießer. Sehr malzig. Biergießer. Hat 3,5 Monate Biergießen gelernt. Glück. Halt mal ein bisschen höher. Hä? Ich hab das gelernt, Mensch, Junge. Also. Für die Kamera. Gut. Das ist so, da von hier an Nico gehen. Was
so, damit man das spulen hat? Naja. Der Schaum ist schon fast weg. Also das war ja nicht. Das war wirklich wie Brauseschaum. Ah. Oh. Riecht das schon? Also, der Sprudelaspekt war ja bloß. Naja. Das war. Naja, Sprudelaspekt. Bieroptik. Ja, wir trinken mal einen Schluck und dann reden wir noch ein bisschen mehr über den Sprudelaspekt. Also Bieroptik, da ja schon trüb, aber dafür schön Bernsteinfarben. Also mir gefällt das nicht so doll. Das hat jetzt nicht 0 Punkte verdient. Meinst du, das sieht ja auch aus wie so eine Brühe? Yes. Ich mag das nicht, wenn das so trüb ist. Da. 1 Punkt. Gut. Ja, da siehst du ja nichts durch. Echt, da siehst du nichts durch. Nein, gut. Also ein Punkt. Sprudelaspekt, ja, Sprudel, ne? Aber der Schaum war ziemlich schnell weg. Ein Punkt. Ja. Da bin ich ja mal gespannt auf den Uwe. Okay, Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Prost, der Herr. Prost. Nee. Ja, das ist Weizen. Was habe ich denn da gekauft? Aber gut, ich habe mir wahrscheinlich gedacht, wir nehmen mal einen Weizen. Weil wir ja so eine Weizentrinker sind. Ja, eigentlich sind wir ja die größten Weizensäufer. Mir schmeckt das nicht. Ja, mir auch nicht. Also ich würde das auch nicht trinken, weil das ist, ich meine, ich trinke es jetzt so für einen Test. Wegen ja, dem Uwe. Ja, den Uwe noch. Er kann ja auch einfach so viel wegkippen, bis der Uwe da ist. Ja. Nicht, dass ihn. Naja, kannst du machen. Ja gut, meinst du es nicht. Nee, also Weizen trinkt ja. Also, boah, Alter. Manche wollen mich jetzt wahrscheinlich steinieren, aber Weizen kann ich nur mit Banane trinken. Also diese Bananenweizen, ey, wirklich. Es gibt, ich habe zwar mal einen Weizen getrunken, wo ich gesagt habe, okay, oh, nee, Weizen ist nicht meins. Ein Punkt bei Grumliebe. Ja, Grumliebe will auch nur einen Punkt. Ich bin kein Weizenfreund. Aber man muss es ja mal, ne, damit man das mal getrunken hat. Also für alle Leute, die gerne Weizen trinken, könnt ihr mal probieren. Landskron Weizen Doppelbock. Ah. Für alle, die kein Weizen mögen, lasst das. Der Kippfaktor ist für mich dann auch gegeben natürlich. Also Spezial. Ich sehe da jetzt nichts Spezielles. Ja, ist ein Weizen Doppelbock. Ja gut, das ist ein Bock. Geht schon los, oder? Doppelblock. Ja. Na, ich finde, der kommt aus Görlitz, schon mal einen Pluspunkt verdient. Recht Spezial. Mhm. Nee, Spezial. Görlitz. Also, was hat hier Zusatzpunkte verdient? Ja. Das hat ganz besonders viel Prozente. Das ist halt ein Doppelbock. Ja, das warte noch schon. Ja, den gibt es halt 10 Punkte. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass sonst so ein. Dass wir das natürlich schlechter bewerten, weil uns total. Weil wir sind halt nicht die großen Weizentrinker. Nee. Gut. 2 Punkte. Naja, ich glaube, über den Uwe brauchen wir noch gar nicht mehr reden, oder? Nee. Das wird. Uwe ist der Null. Nee, tut mir leid, ich kann das nicht. Nee, ich glaube, das weg, die Scheiße. Nee, also machen wir es kurz und schmerzlos. Also, das kann selbst Rico zusammenzählen? Ja, bis 10 kann ich nur zählen, ja. Also 12 von 30 Punkten. 12 Punkte noch, ja? Dicke Schaunig, ja. Oh. Na, dank der guten Optik von dem, den du da hast. Deswegen. So, und bei 12 Punkte sind wir bei Blech. Also, das ist. Aber knapp, oder? Nee. Ist schon fast Bronze. Genau. Ist schon fast Mittelklasse. 13 Punkte wären Bronze. Also,
kann man mal sehen, das ist natürlich Bierflaschen, Dosenoptik, Image und so weiter, Reinheitsgebot. Da sind halt viele Sachen, die noch mit reinspielen. Aber ja, für uns ist es dann halt ein Blech. Es ist nicht widerlich. Ja, es also nicht so. Aber es ist halt Blech. Ja, es ist kein Schrott, das ist halt Geschmackssache, Weizen ist. Ne? Oder Kristallweizen ist auch sowas. Also ich würde mir das jetzt nicht mal aufkochen, wenn ich nichts anderes mehr hätte. Nee, also ich würde das dann auch nicht. Ich würde dann halt kein Bier trinken. Hm. Gut, also 12 Punkte von 30 Blech. Das heißt, ja. Ja, von uns, die keine Ahnung haben vom weißen Bier. Aber jeder, der das gerne trinkt, kann das wirklich gerne mal probieren und hier unter dem Bio uns beleidigen, weil wir keine Ahnung haben vom Weizen. Los, weit. Oder ihr kennt irgendeinen Weizen, was so ein bisschen mehr an den Pilz rangeht, was man dann wirklich mal so als Pilztrinker auch mal trinken kann. Ja, das wäre interessant. Ja, ansonsten ist das ja für Weizentrinker auf jeden Fall mal einen Schluck wert. Ja. Denke ich, ja. Das Allerwichtigste ist aber auch, dass ihr trotzdem den Kanal abonniert. Genau. Liken, teilen, abonnieren. Ja, und beleidigen hier unter dem Video in den Kommentaren. Und die ganzen Links und alles ist natürlich hier auch immer in der Beschreibung. Ja, gut. Was gibt es im nächsten Video? Im nächsten Video gibt es das nächste Bier? Ja, welches? Das dauert eine Weile, bis ich wieder oben bin. Kyritzer Mord und Totschlag. Im nächsten Video, also, damit das Video nicht verpasst, unbedingt den Kanal abonnieren. Ein Schwarzbier. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis demnächst.